Ich glaube und hoffe, ich habe mich ein bisschen erholt von dem Albtraum im letzten Part. Obwohl, ein kleines Trauma habe ich noch, aber das ist ja wohl verständlich. Ja, aber meinen schlimmsten Albtraum habe ich jetzt wirklich geschafft. Wobei Wedge hier gar nicht mal so unschuldig erscheint. Ein böser Level, mit dem man auch nur schwierig da rankommt. Aber ich sehe schon hier oben in der Mitte, da kann ich auch rein. Ja, genau da. Also nicht halb so schlimm wie das ominöse Labyrinth. Das war wirklich der helle Wahnsinn. Und bringt mich immer wieder zum Verzweifeln. Ich habe es immerhin schon zweimal in meinem Leben gelöst. Einmal wart ihr dabei. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Sollte ich da oben... Ja, ich versuche da reinzukommen, oder? Die silbernen da an den Seiten lasse ich mir offen. Ja, die bewegenden Plattformen, die nerven halt übelst. Oh. Aber das ist gar nichts. Schon allein der Eingang vom Labyrinth war ja ähnlich wie das hier. Ganz. Na, zu spät. Game over. Na gut, ich stehe zu meinen Fails. Hab's natürlich eine Erholungsphase seit dem letzten Part, ein paar Tage. Und jetzt geht's mit neuen frischen Wind und frischer Motivation hier ans Werk. Allerdings auch bin ich gerade jetzt noch nicht warm. Ich versuche mir gerade eine Ausrede für den Fail eben zurechtzulegen. Das war gar nicht so schlecht, das war gar nicht so schlecht. Gut drinne, gut. Oh, du kommst wieder rein. Ja, räum da auf, Mann. Brauchst gar nicht so schnell mehr antanzen. Super. Super, super, mega gut. Small. Ja, ja, ganz im Ernst. Ah, geh da oben rein. Super. Da kommt was Grünes. Der Fisch ist rasiert. Geil. Da noch was Grünes. Blast Ball 2. Demolution Ball. Normal. Double Ball. Und kein einziger. Doch, jetzt kommt einer mal runter. Ihr müsst ja hier unten noch für Ordnung sorgen. Noch ein Demolution Ball. Auf den habe ich gar nicht aufgepasst, ich Depp. Der Demolution Ball muss auch ein bisschen aufmachen, damit die da unten die letzten beiden, oder die letzten, ja, da die Silberkack da wegmachen. Ich muss auch gar nicht mehr aufpassen. Ja. Haben wir gleich. Schön! Auch noch der Demolution Ball, der ist erledigt. Demolition, ich weiß. Darüber brauchen wir uns nicht mehr unterhalten. Play low! Oh! Ja, egal. Auch da bin ich total gebrieft vom Labyrinth. Das war ja wirklich auch das Schwierigste an sich, immer wieder da reinzukommen in den Eingang. Und du musstest halt wirklich trainieren. In dem ersten Part, oder in den ersten Parts, wurde ich noch gelobt von vielen Abonnenten. Wow, du hast ja voll das Reaktionsvermögen. Ihr wisst woher, ne? Ups. Naja, man wird nervös, wenn man so niedrig spielen muss. Und der Ball wird ja auch immer schneller. I don't play low. Nope, nope. It's not my style. You can total forget it. I don't make this mit. Was? Das ist einer dieser komischen Bugs, wenn Titaniumblöcke sind irgendwie auch ein bisschen für den Demolition Ball. Normalerweise geht er durch, aber ab und zu hat er seine Tage. Macht ihn recht unberechenbar. Da kommt einer noch. Da kommen wir relativ schnell hier durch diesmal. 120 Level. Ich wollte eigentlich keine 30 Parts oder was Beatball machen. Wobei ich immer wieder dankbar bin, dass es so viele gibt, die dieses unkonventionelle Let's Play annehmen. Ich habe es halt wirklich schon seit 5 Jahren oder was vor. Viele kritisieren mich auch dafür. Mach mal lieber Twilight Princess. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe. Sag, komm nur noch ein. Yay! Und dann gibt's ein Item, na klar. Okay, haben wir schon zwei Level heute. Das geht ganz gut. Das geht ganz gut. Void! Ja, gut, kriegen wir hin. Da gibt's genug Items. Da gibt's genug Items. Hier wäre es Demolition Ball cool gewesen. Im Level eben hätte es nicht so gebraucht.
ganz? Oh, tatsächlich. Und so kriegen wir auch diesen Level wahrscheinlich ohne größere Probleme hin. Blastball. Oh, schade, ich hätte lieber den Blastball genommen. Jetzt habe ich beides. Kann in Ruhe hier abschießen. Bei einem muss ich mir immer behalten. Den muss ich aufpassen. Wie auf meinen Augapfel. Sehr gut, Level Nummer 3. Heute haben wir einen Rush. Heute haben wir einen Rush. Nach dem Ärger im letzten Part geht jetzt die Luzi ab. Ich sag's euch. Treasure. Im Hintergrund, den wir auch noch nicht so oft gesehen haben. Ja, es wird schwierig, da an der Seite hochzukommen. Aber es ist denkbar und machbar. Mein lieber Nachbar. Deswegen bin ich auch immer der Meinung gewesen, man hätte es viel besser verteilen können. Labyrinth als einen der letzten oder als den allerletzten Level zu machen. So, ist jetzt natürlich... Machen wir das mal wieder so. Immer wieder blaue Kugeln. Ja, ich sehe zu viele Bälle. Ich sehe nur noch Bälle. Vor mir. Da ist ziemlich viel Gold und Silber da oben. Ziemlich viel Material. Verdammt. Das würde ich ungern mit normalen Bällen lösen. Weil auch nur der Demolition Ball mir da wirklich helfen kann. Toll. Oder die Guns, ne? Also ich werde jetzt nochmal drauf setzen, dass hier Items drin stecken. Andererseits will ich euch das nicht antun. Mit einem Ball die ganzen Edelstahlblöcke da zu zerstören, dauert einfach zu lang und wäre zu Käse. Ah, es kommt aber kein Item, ne? Allerletzte Chance dafür. Kamen auch schon ziemlich viele halt, ne? Aber meistens diese blauen. Double Brawl. Ich bin damit nicht umgegangen wie mit meinem Augapfel. So, komm schon. Ah, ist wieder ein ganz böser Winkel. Naja, das machen wir neu. I'm sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpüree. Thea Suer. Treasure. Bei den Optionen voll falsch geschrieben auch. Oh, damn it. Du hast keinen Bock jetzt nach rechts zu starten, ne? Mal sehen, ob wir noch was Geileres finden. Besser so als andersrum. Besser erst die normalen Blöcke und dann die goldsilbernen. Also erst die goldsilbernen und dann die normalen. Oh, was Grünes. Oh, yeah, baby. Large nehme ich gerne. Braun? Sticky. Dribble Ball? Jetzt nicht. Ich hebe mir auf. Wie gesagt, den brauchen wir für Gold und Silber da, ohne Scheiß. Hard Gold. Soul Silver. Ja, irgendwie schon. Ich sehe Parallelen. Tut mir jetzt ein bisschen sorry mit nur einem Ball, aber ihr wisst, dass es das Richtige ist. Es sei denn, ich bekomme einen Blastball, dann würde ich den natürlich nehmen. Aber nein, obwohl ich einen grünen hatte, ist es wieder der Demolition Ball. Splitball. Naja, ich glaube, nee, Splitball ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ich mache den gar nicht mehr ab. Instant wieder den anderen bekommen. So macht die Stage schon viel mehr Spaß. Das war Fail. Jetzt kannst du es mal versuchen. Komm, drei. Drei auf einen Schlag. Versuch die zu retten. Irgendwo landen sie schon. Blastball! Also, da steckt er doch. Jetzt ein oder andere da noch hin will, dann ist alles in Butter, Mutter. Nein. Ah, ich habe den sogar gut hingezielt. Ach, kommt schon, Leute. Was? Immer noch nicht.
Jetzt aber. Ich habe exakt wirklich nicht der Blastboller die dreimal getroffen, der den Goldblock, sondern das war jedes Mal ich eben. Ignore. Was ignoriere ich denn? Also das Gold in der Mitte. Auch schön aufgebaut eigentlich, ne? Eigentlich ganz schön aufgebaut. Aha. Ich würde da gerne mal reinfriemeln. Ganz. Komm. Aha! Was? Ich hab den nicht mehr. So ein Ärger. Mann. Muss ich jetzt mit meinen vier Bällen zurechtkommen? Oder ich hab noch was Grünes. Okay. Dann halt nochmal was Grünes und nochmal die Gans. Haha! Ja, seht ihr, manchmal hat man Glück bei den Leveln. Manchmal hat man Glück. Und heute läuft's. Werden schon Tage, da lief's gar nicht. Dieser Part geht ab. Was? Starflake? Starflake? Ach, Schneeflocke. Das ist eine Schneeflocke. Das ist doch. Snowflake. Ah! Das ist... Naja, eigentlich könnte ich resetten, um wieder volle Leben zu haben, aber ich nehme die Herausforderung mal an. Ich auch nicht zu sehr irgendwie alles ausnutzen möchte. Ja, die Eisblöcke werden sowieso ein bisschen zu selten benutzt. Die krachtende und knackende Dinger da. Schöner Hintergrund, was? Spacig. Spacig. Der Level ist auch nicht der krasseste. Soll ja auch gar nicht. Ich wollte nicht mit immer neuen Superlativen rechnen müssen. Gerne mal was Anspruchsvolles und Schwieriges und Unangenehmes. Oh yeah. Oh yeah, das kriegen wir schon. Heute stellen wir einen Rekord auf, Phoenix. Na, ich sag nicht zu viel, ich bin noch nicht. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Pyramide 2. Wir hatten schon mal eine, die hieß Pyramide. Oh Gott, jetzt sehe ich schon. Das ist schon schwierig. Das sind Titaniumblöcke dazwischen. Aber ihr wisst, das Demolition Ball, ne? Der macht da Ärger. Der macht da durchaus Ärger. Jawohl! Nice. Du kommst jetzt auch so schnell nicht mehr zurück, ne? Das ist immerhin was Gutes. Der Ball jetzt kann auch wirklich fast gar nicht mehr zu... Der kommt jetzt bestimmt zurück. Ja, Wolski. Weil die Titaniumblöcke uns beschützen. Andererseits sind natürlich recht doof. Da wir da unten noch Blöcke haben. Aber ich guck mal, vielleicht kriegen wir die Guns. Oder die Devolution Ball. Und nochmal. Ach, die werden schon irgendwie da hinkommen. So. Ha, ich hab einen. Ich hab die Gans. Hab noch einen grünen bekommen. Darf noch nicht mal spielen. Ja, habt ihr in den letzten Parts fast schon immer ein falsches Bild bekommen. 50. Das ist der 50. Level, ne? Ah! Gut, ich verstehe. Das ist der 50. Level. Das heißt, bei 120 steht uns ja noch was bevor hier. Was steht? Game over. Gut, dann wissen wir wenigstens etwa, wo wir stehen zurzeit. Gut zu wissen, was man trinkt. Mhm. Sehr nice. Könnte die 50 auch abknallen. Meinetwegen. Heute bin ich eh irgendwie in Schießlaune anscheinend. Einfach nur den Ball im Spiel halten, gar nicht zielen. Das ist halt ziemlich laut für die Musik, ne? Tut mir leid, tut mir leid. Oh, was Grünes.
auch super. Tut mir leid, euer kleines Jubiläum hier zu zerstören. Aber ihr müsst mir wieder zuhören. Dann sammle ich nicht ein, das könnte Sticky sein. Der braune eben. Sehr gut. Dass er mir auch alle Möglichkeiten gibt, der Ball gerade, ne? Hätte ganz entspannt seine Runden und wartet, bis ich alles abgeknallt habe. Das ist ein brutales Spiel hier. Space Invaders. Ja, klar, wo du oben die Aliens treffen musst und dich hier schützen kannst, nur leider. Ich hätte gedacht, wenn ich jetzt instant hochgekommen wäre, ne? Gut möglich. Na, ja, Wolski, da ist nicht viel. Da müssen wir echt nicht viel zerstören hier. Level 51. Das könnten die ganz sein, die mir hier aber echt nichts bringen eigentlich. Klar, durch Titanium schießen, aber mache ich ungern, ehrlich gesagt. Ja. Oh, nicht zu glauben, was? Der hat sich oben voll angeboten. Das muss nicht immer ein Blastball sein. Das hätte auch mal so ein anderer sein können, aber auf die Art und Weise garantiert nicht. Tja, nichts zu machen. Ne, wieder einstellen. 50 Space Invaders. Wir waren schon gut dabei, wie ärgerlich. Probieren wir es mal links. Die Politik. Probieren wir es doch mal links. Na komm. Ich darf nicht zu krass den Winkel anziehen. Ja. Ich hatte Glück, dass es gut läuft. Ne, rechts, rechts geht's besser. Ich warte nur kurz, bis die Mover weg sind. Eine Kuh macht Mu, viele Mover machen Mühe. Hä? Gleich sind sie weg. Nee, das reicht nicht, sage ich. Der wird eher wegspringen. Aber nicht sehr lange. Und dann verschwinden die Titanienblöcke. Ich könnte kotzen den ganzen Tag. Von früh bis spät die ganze Nacht. Den Song habe ich übrigens ausgedacht in meiner Ausbildung, wenn ich irgendeinen Scheiß machen musste. Ich könnte kotzen den ganzen Tag, von früh bis spät die ganze Nacht. Ich weiß, der Songtext ist nicht sehr ausgereift, also weitere Strophen hat er bislang nicht. So, ja, nehme ich auch. Ausnahmsweise ist mir Sticky lieber als die Gans. Guck mal, jetzt räumen da zwei Bälle schön brav auf. Ja, doppelt so schnell möchte man meinen, ne? Hier wäre so ein Triple oder Splitball optimal. Klar, so ein Blastball macht zack, zack, alles weg. Aber wie gesagt, muss es nicht immer sein. Das wollte ich damit ausdrücken. Der kommt zurück. Nee? Komm, nur noch zwei, das schafft ihr, Boys. Der Ball ist eben stecken geblieben, habt ihr das gesehen? Jetzt muss ich mich aufs Glück verlassen. Ich kann ja kaum eingreifen. Es könnte eine lange Nacht werden, wenn es schief läuft. Das könnte eine lange Nacht werden. Und ihr heute so? Okay. Oh, nein. Doch. Doch. Fast. Fast, Baby. Nee, der nicht. Oder? Nee, nee. Das ist drüber, drüber. Auch nicht. Schade. Ich kann halt kaum Einfluss nehmen. Ich wünsche mir eigentlich nicht, dass der zu mir zurückkommt. Das nee, auch nicht. Das ist immer sehr bitter. Oh yeah. So, ich darf wieder die Hand an die Maus tun. Frontline. Medal of Honor Frontline. GameCube-Spiel. So. Wo ist meine souveräne Linie hin? Hatte ich hier eine?
Ja, doch. Aber in diesem Part, muss ich sagen, kommt halt sehr viel Glück dazu auch. Oftmals die richtigen Items. Split. Banana-Split. Ist Eis, ne? Und ein Meerschweinchen, ich weiß. War, zumindest. Hier haben wir bisher nicht so viel Glück. Das Glück ist nicht immer, Richter Alexander Holt. Oh, grün. Ja. Zum Thema Glück. Sticky. Das ist gut. Die räumen da jetzt schön. Ah, gut, ein Demolition Ball wäre besser. Egal. Gönnen wir uns. Sticky. Braun ist nur sticky, oder? Ne, try alone. Ja, Mann. Die räumen da jetzt auf, die Jungs. Da werden keine halben Sachen gemacht, Mann. Ein bisschen mehr rechts halten, Leute. In der Politik vielleicht nicht, aber. Aber sonst. Oh fuck, die gingen gerade runter. Oh fuck, ich hab fuck gesagt. Soll doch nicht fuck sagen. Gong. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken, auch wenn ich nur noch ein Leben habe, aber trotzdem. So, das krieg ich noch verloren, garantiert, ne? Ja, ja. So würde man mich kennen. Heute nicht, heute ist alles anders. Ich cheate. Nee. Falls es noch jemand denkt, nein. Shockwave. Oh, sieht auch gut aus. Wir hatten ja schon den Level, der hieß Center Gold. War auch ein Goldding in der Mitte. Meine Leistung ist heute wirklich nicht so atemberaubend. Aber immerhin viele verschiedene Level. Immerhin viele verschiedene Level. Relativ schwierig hier den Ball reinzubehalten. Er prallt halt meistens unberechenbar ab, weil das alles so kantig ist hier. Ich kann kantig sagen. Small, schade. Ich hab auf die ganz gehofft natürlich. Die wäre hier die absolute Erlösung. Die Waffen würden hier aufräumen. Was für Waffeln? Na, nicht Waffeln. Waffen. Ja, toll. Wie soll der da sich... Ja, schon wieder. Er kommt da durch, ne? Ja, ja. Nee, ist wirklich so, wenn er genau den Pixel trifft. Da können solche Situationen schon mal passieren. Oh, sehr gut reingekommen. Ich konnte immer nur small. Ehrlich. Das war mittelmäßig effektiv. Alter, was ist los mit den Blastboards? Golden ist weg, ihr müsst nur noch ein bisschen aufräumen. Ich versuche einfach, die im Spiel zu halten. Die werden was treffen und mich glücklich machen. Mich als ihren Vater. So eine Art. Naja. Ganz. Kurzer Prozess. Ups. Kurzer Prozess. Da sind schon verdammt viele Kugeln eben ins Aus gegangen, ne? Na, da darf man nicht zu selbstsicher sein. Pinball, OMG, wenn ich das sehe. Wird mir schon klar. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Was habt ihr euch da denn einfallen lassen, ey? Dann schickt noch ein paar Bälle rein. Auch wieder was, wo die Guns nicht helfen können. Das finde ich auch ganz gut so. Versteht ihr? Ganz gut. Ich wollte schon sagen, deswegen bekomme ich sie jetzt auch. Verdammt. Dann halte ich mal mehr links. Hier gibt es deutlich mehr Blöcke. Für alle Böcke. Nein, willst du nicht? Willst du wieder da rein? Okay. Ist dir am liebsten. Ich stelle mir hier einen Blastball ziemlich lustig vor. Ehrlich gesagt. Oder willst du jetzt doch mal hier rein? Nein? Bock? Okay, du guckst mal rein da. Ja, guck mal rein.
Schön. Das kriegen wir. Aber so ein oder anderes Item wäre hier schon lustig, glaube ich. Kommt schneller runter, als mir lieb ist. Es kann zu einem lästigen Level werden. Ich will den Level nur nicht so weit kommen lassen. Okay, Level, Entschuldigung, ich habe nichts gegen dich gesagt. Oh Mann, kriegen wir das Ding? Das Ding aus einer anderen Welt. Da ist was Grünes. Ich wollte gerade sagen, das kann nur gut werden in dem Level. Kann es nur gut werden. Aber aufpassen, nur ein Leben. Ich würde es auch eintauschen, wenn der Demolition Ball genug Runden gedreht hat. Oh, noch was Grünes. Oh yeah, doch, das ist sinnvoll. Noch einmal hochschicken und... Ah, doch nicht? Nee, doch, der trifft doch, jawohl. Oh yeah, ich glaube, das wäre genug für heute. Viele Level geschafft, dafür Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!